Ja, mein größtes persönlicher politischer Erfolg war, dass wir es aus der Opposition heraus geschafft haben, dass es ein Handlungskonzept Wohnen gibt, in dem nun auch bauplanerisch vorgegeben wird, dass in Neubaugebieten in der Regel auch öffentlich geförderte Wohnungen pro Tal erzielt werden. Negativ fand ich in der vergangenen Ratsperiode, dass es immer noch sehr lange dauert, bis die Sanierung der Schulen fortgesetzt wird. Ich denke, da muss viel mehr passieren. Für die nächste Ratsperiode erwarte ich, dass wir mehr Gestaltungskraft bekommen und dadurch auch gerade in dem Bereich des altengerechten Wohnens Impulse setzen werden und hier im Bereich der Inklusion auch die Bevölkerung, das heißt die Eltern, die Lehrer, mitnehmen werden können, Veränderungen zu erzielen.